Hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Heute ist Mittwoch und tja, so wie ich das jetzt einschätze, sind jetzt nur noch 3 Monate bis Weihnachten, falls es schon mal jemand anders außer mir aufgefallen ist. Eigentlich war das jetzt nicht das Thema, das ich mit Mittwoch wollte, aber ach, jetzt ziehen wir es durch. Aber tatsächlich, es ist noch 3 Monate bis Weihnachten. Unfassbar, wie die Zeit vergeht, ne? Sprach die uralte Dame. Im betagten Alter sprach sie mit 25. Die Zeit vergeht so schnell, gelle, gelle. Ja, aber eigentlich ging es um was anderes, was ich euch erzählen wollte. Nämlich, ich habe die letzten Tage sehr viel nach Geschenken für meine Verwandten und so weiter geguckt. Halt die, die wichtig sind, ihr wisst schon. Winfried, Babette, meine Eltern, die anderen, die können sich's denken. Ja, und da ist mir was sehr Wichtiges bei ihm aufgefallen. Und zwar haben es eigentlich eher durch Zufall, haben wir vor ein paar Tagen ausgemacht, dass wir dass ich endlich mal ein Weihnachtsgeschenk, das ich noch gut habe, einlöse, nämlich einen Ausflug. Und den Ausflug habe ich 2-mal geschenkt bekommen. Und dann war es der Person, die mir den geschenkt hat, war es unglaublich unangenehm, dass sie mir 2 Jahre hintereinander dasselbe Geschenk ja mehr oder weniger geschenkt hat. Und ich fand es eigentlich total unnötig, dass es unangenehm ist, weil es war etwas, was ich mir gewünscht habe, etwas, worüber ich mich mega gefreut habe und worauf ich mich jetzt auch mega freue. Das wird im November dann sein. Und das müsste dann nächster Monat sein, oder? Amelie? Mhm. Nächster Monat ist doch noch dann den November, ne? Oder weiß ich nicht, ja, weil heute haben wir September. Nein, wir haben schon Oktober. Dann ist nächster. Das ist schon der 1. Oktober. Ja. Es ist jetzt Montag, der 1. Oktober, also ist es ab nächsten Monat. Ja. Jetzt sind wir irgendwie gerade voll mit der. Wir haben hier gerade voll die Zeitenrutscherei, weil ich habe gerade eine Inspiration und habe gesagt, zu Mutti, ich setze mich jetzt hin. Aber egal, auf jeden Fall. Jetzt entscheide ich mal, aber jetzt Montag 1., Mittwoch 3., ich habe voll kein Zeitgefühl, ich muss mich da auf dich verlassen. Okay, wir haben Mittwoch 3., sagt Mutti gerade. Mann, die Zeit vergeht, gerade gefühlt war es noch September. Naja, auf jeden Fall ist es dann so, dass mir aufgefallen ist, man verschenkt ja oft was. Also zum Beispiel zu Hochzeiten, zu Geburtstagen, zu Weihnachten, zu Ostern, zu Geburten, wobei das verstehe ich sowieso schon nicht, aber egal, zu Valentinstag, kriegt man auch noch was geschenkt und irgendwie, auch wenn ich mich natürlich immer darüber freue, wenn ich Geschenke bekomme, vor allem wenn es Geld ist, weil ich bin ja tendenziell jemand, ich mag keine Sachen, die man rumstellen muss, weil so viel Platz haben wir in der Wohnung gar nicht mehr. Die ist dicht hochziehen. Ja, und ja, so ist es dann für mich so, dass ich jemand bin, wenn ich darüber nachdenke, Leuten etwas zu schenken, denke ich immer darüber nach, was schenke ich den Leuten. Und dann ist für mich irgendwie so irgendwann heute oder gestern der Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, ist nicht eigentlich viel wichtiger, auch mal unterm Jahr was zu schenken. Weil wenn man sich nur einmal im Jahr oder zweimal was schenkt, das ist doch eigentlich sehr wenig, wenn man es mal so überlegt. Also ich meine, ich schenke meinen Eltern meinen Anklitz. Und Leo schenkt mir dafür wiederum seine Anklitz, wenn er dann mal irgendwann um die Ecke kommt oder so. Weil der ist irgendwie verschwunden seit ein paar Minuten. Und. Entschuldigung, das muss ich kurz gucken. Leo aus. Oh, das ist unangenehm. Leo terrorisiert Mom. Entschuldigt. Das musste ich nur gerade zugucken. Das ist. Ja, und. Und dann finde ich es irgendwie so interessant, dieses Wort Geschenk überhaupt. Ein Geschenk bedeutet für mich etwas, was jemand dir schenkt. Also bereicht, weil er dich mag. Und es gibt diesen uralten Spruch, Schenke, Schenke, wiederholen ist gestohlen. Aber ich für meinen Teil, ich denke mir, manchmal hat man auch so Momente, also ich zum Beispiel, ich
ich habe das, also ich weiß nicht, ob andere auch haben, aber ich habe oft mal, also wenn ich mir irgendwas Süßes kaufe oder irgendwas so, also irgendwie so Naschkram, und ich bin nicht so der Mensch, der sehr viel nascht, und dann überlasse ich den Rest meinem Vater und schenke ihm ja damit den Rest. Und was? Ja, ich gebe meinem Vater den Rest. Super, meine Mutter lacht sich da jetzt drüber, Chefs. Na, bravo. Aber egal. Es ist dann so, dass ich mir diesen Rest überlasse. Und vor ein paar Wochen hatte ich es da, dass ich da ihm einen Rest überlassen habe, wo aber was drin war, was ich noch lieber gemocht habe, als ich gedacht habe. Und dann habe ich mir, um ehrlich zu sein, diese kleinen Mini-Lollis wieder zurückgeholt. Aber als ich dann so drüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, dann ist das ja eigentlich Schenke, Schicke, Schenke, wiederholen, ist gestohlen. Aber eigentlich bin ich mir in dem Moment nicht sehr diebisch vorgekommen. Und ja, ich frage mich dann immer, warum muss es dann. Ja, kennt ihr beide mal euer Zeug regelt durch? Ah, auf jeden Fall ist es dann so, dass es, also ich für meinen Teil mir gedacht habe. Ja, ich habe mir dann auf jeden Fall für meinen Teil gedacht, das ist, ich glaube, bei so Kleinigkeiten ist es in Ordnung, wenn man zum Beispiel jetzt einfach jemandem eine Schokolade überreicht und gibt, die man nicht mag, und man dann aber merkt, in dem, hi, in der Schokoladenpackung war auch Schokolade, die man vielleicht gemocht hat. Ja, schön, du beschenkst mich mit deinem Antlitz. Na, endlich. Und weg ist er. Ja. Und ja, so wenn man dann diese Geschenke sich wiederholt, finde ich, das ist kein Diebstahl, wenn der andere zum Beispiel es nicht weiß, dass da noch was anderes drin ist. Oder einfach so. Ja, aber was ich für mich auch entdeckt habe, und was ich ehrlich gesagt für mich persönlich viel, viel interessanter fand oder auch was ganz anderes ist. Bei mir ist vor ein paar Jahren eine Freundschaft zerbrochen, und der Freundin habe ich seinerzeit auch ein Buch oder irgendwas überlassen. Könnte ich die Tür offen lassen? Ich fühle mich voll eingesperrt. Wartet mal ganz kurz. Ja, hier geht's weiter. Entschuldigt, ich muss nur kurz meinen Hasen davon abhalten, dass er Trouble vor der Küchentür macht und meine Mutter damit nervt. Ja, auf jeden Fall war es so, dass damals eine Freundschaft zerbrochen ist, und die Freundin hat mir damals alle Geschenke, die ich ihr geschenkt habe, die man zurückgeben konnte, wieder zurückgegeben. Und ja, das fand ich dann auch einen interessanten Gedanken, das Prinzip, alles, was man vom anderen hat, einfach wieder loszuwerden. Ja. Ich weiß nicht, wie man es am besten macht und handhabt, aber ich für meinen Teil, ich bin immer jemand, ich sage, wenn man etwas verschenken möchte, dann sollte man entweder etwas nehmen, was der andere wirklich braucht. Also zum Beispiel, wenn man irgendwas übrig hat und das dann anbietet und dem anderen das eine Freude macht. Oder eben etwas, was der andere, oder etwas Geldtechnisches, weil es ist nicht unpersönlich, Geld zu verschenken, es ist einfach nur dem anderen die Möglichkeit zu geben, sich das zu beschaffen und das zu holen, was er sich wirklich wünscht. ja. Oder eben sich etwas zu ermöglichen, wenn auch was hinspart. Oder eben, was ich auch sagen muss, ist, ich finde es auch schön, wenn man etwas Gebasteltes bekommt oder etwas, was man selbst gemacht hat oder so Kleinigkeiten. Ich male meinem Papa zum Beispiel, der ist immer mal wieder auf Servietten oder irgend sowas so Zeug drauf, und das sind dann so kleine Bilder, die ich ihm dann einfach schenke. Und ja, das finde ich so einfach eine schöne Art, um sich gegenseitig zu zeigen, dass man dem anderen wichtig ist und dass man sich was. Ach, etwas bedeutet, sagen wir es, wie es ist. Ich kann es nicht anders formulieren. Ja. Ich habe mich übrigens fies angeschlagen. Ich wünschte, jemand hätte mir einen Nasenspray geschenkt, dann könnte ich wieder ins Tropfen. Ja. Ja. Für mich auch was ich auch sehr Schönes finde, ist, wenn dir jemand bei etwas, ein großes Geschenk ist, wenn dir jemand bei etwas hilft. Zum Beispiel gibt es da eine Situation, die ist nicht mal so lang her, die ist gerade mal 2 Jahre her. Wow. Naja, eigentlich ist eineinhalb oder so, aber könnte bald 2 werden. Ich habe hier so eine Mini-Fliege, die hier die ganze Zeit so macht, entschuldigt. Und ja.
Und da war es so, dass ich den Leo abholen wollte, weil eben, ja, da war, sind wir zu diesem, zu der Züchterin hin und haben wollten Leo abholen. Und ich habe voll verpeilt, dass in der Anzeige drin stand, dass das auch was kostet. Und dann war mein Bruder so nett und hat mir das Geld für Leo für ein paar Stunden einfach ausgelegt. Und das war eine sehr große Hilfeleistung und das war ein Riesengeschenk, weil ohne den hätte ich dann niemals in meinem ganzen Leben diesen kleinen Mann hier gehabt. Ja. Hätte ich ihn nie so kennenlernen können, wie ich es jetzt tue. Und mit Leo Zeit zu verbringen, finde ich gerade das größte Geschenk, das es gibt. Halt nicht. Weil er ist einfach ein ganz toller kleiner Kerl. Und ja, das sind auch so Sachen. Ich finde, wenn man mit dem anderen Zeit verbringt, ist das auch ein ganz großes Geschenk. Und wenn der andere dir dann in die Nase fusselt, ist das auch irgendwie was Nettes. Und das finde ich irgendwie ist wichtiger. Also, wenn ihr jetzt überlegt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten schenken könnt oder irgendwie so, dann denkt einfach auch mal nicht nur in die großen Abteilungen oder so, sondern denkt einfach auch mal an Kleinigkeiten, an Gesten, die dem anderen eine Freude machen. Das war eigentlich alles, was ich euch heute erzählen wollte. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das handhabt oder was ihr immer die schönsten Gesten findet. Oder auf Twitter oder Facebook oder eine E-Mail an die bell.rieckmeier@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns wieder am Freitag und ich werde jetzt versuchen, den kleinen Leo dazu zu bringen, mit mir noch ein bisschen zu kuscheln. Wie ihr seht, wird das eine schwierige Aufgabe. Also bis bald. Ciao.